Jo, moin Leute, hier sind wir wieder, aber ja, jetzt ist mal nicht Olli wie gestern dabei, sondern Daniel, Moin. der Server-Hoster, ja, von diesem jetzt Minecraft-Server hier. Ich hatte ja schon ein Info-Video drüber gemacht, dass Yannick seinen Server, also der hatte ja auch einen Nitrado-Server, der ist gestern abgelaufen. Und ja, deshalb zocken wir jetzt hier auf. Oder machen wir jetzt hier weiter Let's Plays auf Daniel seinen Server. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal einen Unterschlupf irgendwie. Ich habe bis jetzt ein Stein, Alter. Ein Stein. Hammer. So, also, ich baue dann hier mal einen Dschungel hier mal ab hier. Ich baue uns jetzt hier eine Hütte. Okay. Ja, du weißt, dass du ganz einfach Holz holen kannst. Ja, ich hole mal ein bisschen. Ja gut, ich meine, wir können es auch aus Holz Oh. machen, ja. Aber jetzt nur erstmal Fuck, Alter, hab das nicht abgebaut. so eine Notholzhütte jetzt erstmal, ne? Warte, ich Wir hole haben mal ein jetzt. bisschen. Du weißt, dass wir immer noch, egal. So. Und ich habe jetzt schon zwei Sticks Holz. Noch ein bisschen? Nö, ich habe hier auch noch übelst viel. Aber ich müsste jetzt mal, es fällt mir gerade so ein, ich habe hier noch 12 Wie hast du denn das Eisenerz. Holz abgebaut? Hatten wir hier nicht gestern noch einen Ofen stehen? Naja, egal. Ich bin im Dschungel und baue gerade Bäume ab. Das macht mir Boah, Spaß. bist du cool, ey. Danke. Finde ich auch. So. So, habe ich jetzt noch Kohle gehabt? Scheiße, ich habe keine Kohle. Naja, egal. Ich tue trotzdem schon mal das Eisenerz rein. Und ja, so. Yeah, wir haben Eisen oder Eisen. So, ja, ich glaube, irgendwie lag dein Mikro bei mir oder mein PC lag besser. Weil du lagst bei mir manchmal, wenn du irgendwas laberst. Ist bei mir aber auch so, also das hat bestimmt mit Skype zu tun. Also ich Zum sag mal Beispiel, so. wenn ich mit Noah letztens gelabert habe, war das nicht so. Passiert halt. Keine Ahnung, ich glaube, das ist irgendwie, weil ja Ostern ist, labern bestimmt überall 1 Million Leute gerade über Skype, ey. Ja, das wird die Auslastung sein. Also weil an meinem Headset und an meinem PC liegt es bestimmt nicht. Ich habe ja mit Olli auch keine Probleme und so, der versteht mich ja auch immer ganz normal. Ja, also mit mir, also ich habe auch keine Probleme, da wir ja beide einen i7-Prozessor und eine vernünftige Grafikkarte haben, glaube ich, hat das nichts zu tun. Ja, denke ich auch. Und eine vernünftige Internetleitung haben wir auch. Wie viel hast du nochmal? 8000. 8000, ja, dann habe ich 16.000, aber egal, ist ja immer noch eine vernünftige Internetleitung. Jo. Ja, okay, ja, Ich sag's ich mal habe dann. so, ich sag, zum Zocken, oder das kommt drauf an, wie du zockst. Weil wir haben ja jetzt beide einen i7er hier drinnen, ne? Auf meinen anderen, ich habe ja noch einen zweiten, da habe ich einen AMD. Oh. Und ja. Ich sag mal so, ja, ich bin mit dem Intel hier voll zufrieden beim Zocken, ne? Aber ich sag mal so, die AMD-Prozessoren, die sind halt im Zocken, sind die halt doch, sag ich mal, können die in manchen Zocks dann doch noch die Intel, sag ich mal, besiegen, ne? Also wenn du jetzt hier so Modern Warfare oder so zockst, da bringt dann doch ein AMD-Prozessor ein 8-Kerner mehr Leistung als so ein i7. Aber ich sag mal so, Intel. Eigentlich reicht ja ein i5 eigentlich auch schon locker Ja. aus, also. Ich sag mal so, jeder Idiot oder ja, jeder Idiot weiß, dass ich sag mal so, AMD und Intel nehmen sich nicht viel. Sie sind beide zum Zocken geil und wenn du jetzt einen 6-Kerner AMD und 6-Kerner Intel hast, nehmen die sich nicht viel. Es ist eigentlich gleich. Nur mit dem Unterschied, dass halt die Intel-Prozessoren meist, aber was heißt meist eigentlich immer, teurer sind als die AMD. Ja, und auch also zum Beispiel, wenn du den AMD anguckst und den, ah, guck mal, Olli da, und die von AMD, Intel und AMD anguckst, zum Beispiel der Intel i7-Prozessor hält ein bisschen mehr aus bei den CPU. Ja, vom CPU stimmt, da sind die Intel besser, aber so Zum vom. Beispiel beim i7 hast du ja 8 Prozessoren für CPU, also.